Ich war eingeladen von einem amerikanischen Freund, der in jedem Jahr geht er nach Sorrento. Und was natürlich wunderbar ist. Ich war noch nie da gewesen und in 2012 war er da wieder und da fragte er so in seine Freundekreuz, wer möchte auch dahin gehen, weil er mietet dann eine wunderbare Villa. Und er hatte das schon einige Male gefragt und ich dachte, naja, ich mache das in diesem Jahr, warum auch nicht. Das war also, ich bin dahin gegangen Ende April 2012 und er hatte auch Freunde aus Amerika mitgenommen. Einer davon war ein Colonel, pensioniert, ein Delta Force Mann. Also das ist Special Forces, das sind unglaubliche Krieger. Und er hat man mir in diese Villa zugeflüstert, er hat auch Geheimoperationen bei der CIA gemacht und diese unglaubliche Geschichte, die Männer so gerne anhören. Wir hatten dann ein Abendessen, genau an dem Tag, ein Jahr nach dem Tode von Bin Laden. Ein Jahr nach Operation Neptune Spear, so nannten die Amerikaner diese Operation, um Bin Laden zu töten in Abbottabad, Pakistan. Und ein Jahr später, wir hatten angefangen darüber zu reden, und zufälligerweise saß ich genau gegenüber diesem Mann, der zufälligerweise auch wie meine Hauptperson im Buch auch Tom heißt. Zufall. Und ich saß gegenüber, wenn ich irgendwo anders gesessen hätte, wäre das Buch nicht geschrieben, dann hatte ich die Idee nicht bekommen. Ich saß gegenüber und sagte zu ihm, ich hatte gehört, es sei ein Colonel, Delta Force, und das bedeutet was. Ich dachte, ich sollte ihm etwas sagen. Ich sagte, ich gratuliere mit dieser Operation Action Spear, es war unglaublich, wie das gegangen ist. So gut vorbereitet, so gut ausgeführt. Und er guckte mich an und er sagte zu mir, Sie glauben wirklich die offizielle Version? Und schon die Frage natürlich war verbindend, weil ich sagte, ja ich glaube es. Und ein bisschen so lächelnd schaut er mich an und sagt, aber Sie sind noch sehr naiv. Und ich war in Schock. Das war kein Besoffener in einer Kneipe. Das war ein hochdekorierter Offizier Delta Force. Also die Konkurrenz von SEALs Teams. De SEALs Teams, die sind die Navy. Delta Force, das ist die Armee. Und den nächsten Tag wollte ich mit ihm darüber reden, aber er entwich mich nicht. Als ob er das Gefühl hätte, ich hätte das nicht machen sollen, das sowas sagen. Aber ich dachte, das ist natürlich verrückt, wenn so jemand das sagt. Vielleicht gibt es hier Material, vielleicht gibt es hier eine schöne Geschichte für mich. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe alle Biografien über Bin Laden gelesen und tausende von Artikeln online. Und langsam ist diese Geschichte dann entstanden. Und desto mehr ich darüber las, weniger ich, da hatte er recht, glauben hätte an diese offizielle Geschichte, dass man ihn erschossen hat. Want Sie sollten sich mal vorstellen, diese Operation, man wusste schon ein halbes Jahr, schon vom Ende 2010, wo er war, in welchem Haus in Abbottabad, da im Norden von Pakistan. Sie können das übrigens alle im Internet suchen, finden. Sie finden das Haus, Pläne, alles. Ja. Und er ist da schon Ende der, man weiß es, man hat es entdeckt, weil man hat seinen Kurier entdeckt. Verraten worden. Unter Druck. Von jemandem, den man festgenommen hat. Und mit ihm hat man geredet auf was die CIA damals nannte. Ein Black, wie heißt das? Ein Black. Black spots, something like that. Wo man geheim, niemand wusste davon. Und da hat man diese Untersuchungen, diese Interrogations gemacht. Man hat das Haus
nachgebaut in Amerika. Nicht eins, sondern zwei Kopien sogar. Man hat dann monatelang geübt. Und man wusste genau, wer da war. Kein kleines Haus übrigens. Ja. Keine Kämpfer waren. Sein Sohn von 23, Galette, wird vielleicht ein bisschen. Er war überhaupt kein Kämpfer. Himself. Bin Laden. Auch das war interessant, um über sein Leben zu lesen. Und dann gab es die zwei Brüder, seine zwei Lieutenants, Al-Kuwaiti. Die Al-Kuwaiti wurden auch keine Kämpfer. Und dann viele Frauen. Er lebte da in Bin Laden mit drei Frauen. Und Kinder. Und eine ganze Menge von Kindern. Und weiter nichts. Da gab es nicht Dutzende von Al-Qaida-Warrior. Nur diese kleine Gruppe. Und dann kommen die 24 Mitglieder von SEALS Team 6, kommen da mit zwei Black Hawks aus der Luft. Ich denke, was ich jetzt weiß über SEALS Team 6, nur einer hätte das gemacht. Man braucht überhaupt nicht. Die 24 der beste Kämpfer, die die Welt je gesehen hat. Alle hochintelligent. Körperlich unglaublich. Schnell. Kreativ, das sind wirklich sehr spezielle Mordroboter, diese Leute. Die oft mehrere Sprachen sprechen und wochenlang trainiert haben. Unglaublich, monatelang. Und die sagen dann hinterher, ja, wir haben erschossen, er griff nach einer Waffe. Und wir haben ihn erschossen. Jetzt denke ich, dass meine Version viel glaubwürdiger ist, als die erzählen. Weil diese Fragen, die sind wirklich ziemlich wichtig jetzt geworden für mich. Und, aber du bist nicht finanziert worden von Israel, oder? Mit dem Buch. Was bin ich? Du bist nicht von Israel finanziert worden. Mit diesem Buch. Nein? Nein? Wir verraten ja nicht zu viel. Das spielt auch eine Rolle. Nein, leider nicht. Leider nicht. Also so hat das angefangen mit diesem Mann. Ich habe die Recherchen gemacht. Und ich habe diese Geschichte verbunden mit einer Geschichte, die ich schon viel länger schreiben wollte. Über ein afghanisches Mädchen und Bach. Und jetzt ist das Buch, es hört sich viel ziemlich gut an, ich weiß es. Das spielt sich ab zwischen Bin Laden und Bach. Das sind die zwei Extremen in diese Geschichte. Ist Bin Laden die Hauptfigur? Nein, wir reden jetzt viel über ihn, weil es ist natürlich eine sensationelle Figur, wenn man über Bin Laden. Ich war der Erste, der sowas machte, eine Fiktion zu schreiben über Bin Laden. Aber diese zwei Sachen, die habe ich miteinander verbunden. Er ist eine wichtige Nebenfigur, ist nicht die Hauptfigur. Die echte Hauptfigur ist dieser Tom, ein Offizier in der Amerika. Er war auch, er ist auf einem Buch ein pensionierter Delta Force, zufällig. Der verwundet worden ist und daher quasi ja, und ausgeschieden. Naja, es ist eigentlich eine Geschichte über, auch über eine Scheidung. Über Trauer und Verlust. Über Schmerz sehr viel. Ja. Aber hoffentlich auch eine ziemlich verrückte, sehr spannende Fantasie über warum man eigentlich, und ich denke, dass man das in der Wirklichkeit auch nicht gemacht hat, warum man Bin Laden erschossen hat. Ich glaube nicht, dass man das, ich glaube es jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass man das gemacht hat. Es gibt keine Bilder davon. Die offizielle Geschichte sagt, ja, innerhalb 24 Stunden haben wir die Leiche im Indischen Ozean geworfen. Glaube ich jetzt auch nicht mehr. Natürlich nicht. Man hat endlich Bin Laden. Was will man? An einem Tisch sich setzen, Tee trinken und mit ihm plaudern. Wie ist mit dir? Welche hat es dort Pläne? Und solche Sachen. Das will man wissen. Endlich ist er da. Und dann erschießt man so jemanden? Ich glaube es nicht. Also, das, wie Sie schon gehört haben, das fängt an am 11. September 2010. Also die Operation war in der Nacht von 1. und 2. Mai 2011. Und das spielt jetzt in der Nacht in Abbottabad, eine ziemlich wohlhabende kleine Stadt im Norden von Pakistan, im Gebirge, liegt hoch, wunderbares Klima. Gegründet worden von einem britischen Major im 19. Jahrhundert, Abbott. Der hat diese kleine Stadt gegründet und das ist Abbottabad. Abbottabad, eigentlich sollte man sagen.
was man sagt, whatever. Und da in einem Viertel am Rande der Stadt, mit großen Hausen von ziemlich wohlhabenden Familien, da hatte er sein Haus bauen lassen. Osama bin Laden lebte 5 Jahre lang hinter den Mauern seines Verstecks, lautete die offizielle Geschichte. Das ist unrichtig. Er ist nachts regelmäßig ins Freie gegangen. Auch am frühen Morgen des 11. September 2010, 8 Monate vor Operation Neptune Spear, schlüpfte er aus seinem Haus und fuhr das Moped aus dem Lagerraum. Wie üblich steuerte er ein Lebensmittelgeschäft an, das nie die Türen schloss. In Abbottabad, Pakistan, war es 2:15 in der Nacht und UBL, so die vom amerikanischen Geheimdienst für ihn benutzte Abkürzung, die seine jüngste Braut Amal ihm auch manchmal herausfordernd ins Ohr flüsterte, UBL, mein Scheich, kommst du, war ein glücklicher Mensch. Jetzt bloß keine übereilten Schritte tun, sagte er sich. Er durfte sich nicht von dem wunderbaren Gedanken verleiten lassen, dass er morgen schon erreichen konnte, worauf er 30 Jahre lang hingearbeitet hatte. Länger noch, eigentlich sein ganzes Leben lang, seit er das Licht der Welt erblickt hatte. Das Blatt würde sich wenden. Geduld, dachte er, Geduld. Es wäre dumm, wenn er seinen Trumpf nach Jahren der Isolation und der Rückschläge nun Hals über Kopf ausspielen würde. Mit dem, was er jetzt wusste, war er in der Lage, seine Gegner schachmatt zu setzen. Allah belohnte seinen Glauben und seine Demut. Ihm war eine Waffe geschenkt worden, vor der sich niemand schützen konnte. UBL hätte seine Freude am liebsten laut herausgeschrien und in stillen Straßen und schlafenden Häusern zugerufen: ich weiß es, ich habe es entdeckt, ich weiß, was niemand weiß. Grinsend fuhr er auf seinem klapprigen Moped dahin und dachte: Es ist wahr, UBL wird sich die Welt wieder gefügig machen. Wie tarnte er sich, wenn er nachts sein Versteck verließ? Den Beschreibungen nach, die man mir gegeben hat, wie folgt. Auf dem Kopf trug er einen vorsintflutlichen Helm, eine Art halbierten Lederball mit Ohrenklappen. Auf der Nase eine Brille mit Bifokalgläsern, die seine Augen verzerrten, und um Hals und Kinn einen Schal, der einen Großteil seines Gesichts verbarg. Im Winter trug er einen halblangen grünen Militärmantel, wie er Männer in weiten Teilen Asiens warm hält. Solche Mäntel gibt es überall für wenig Geld zu kaufen. Schwere Mäntel aus dicker Baumwolle, in die man ein zusätzliches Futter aus dickem Schaffell knüpfen kann. Das Fell brauchte er noch nicht, obwohl die Nächte in dieser Bergstadt wieder kühler zu werden begannen. Dazu trug UBL eine beigefarbene, an den Knöcheln eng anliegende Pluderhose, den sogenannten Salwar, den er auch schon in den Jahren in Afghanistan getragen hatte, und an den Füßen verschlissene Sandalen. Seine Körpergröße konnte er nicht ändern oder verhüllen. Er war groß, viel größer als die meisten Pakistaner, aber auf dem Moped fiel seine Größe nicht auf. Und wenn er abstieg, stürzte er sich auf einen Spazierstock und bewegte sich mit schleppenden Schritten und gebeugtem Rücken, was ihn 20 Jahre älter erscheinen ließ. Er gab sich wie irgendeiner, der mit einem aus gebrauchten Teilen zusammengeschusterten Moped nachts einen rund um die Uhr geöffneten Laden namens die Abbottabad Nightshop ansteuert. Hinten auf dem Moped führte er eine kleine Kühlbox mit, in der er das Eis verstauen konnte, das er seiner jüngsten Frau versprochen hatte. Sie kannte ihn besser als jeder andere, besser noch als seine älteste Frau. Wie ein wildes Tier war sie, mit ihrem kleinen, aber geschmeidigen Körper und ihrer Intuition, die ihn manchmal in Erstaunen versetzte. Er hatte die Pflicht, seine Frauen zu besuchen. Aber die Jüngste, eine Frau mit gierigen Augen und Schenkeln voll Feuer, wusste immer, auch wenn er schwieg, in welcher Stimmung er war. Selbst tagsüber, wenn ihn Sorgen drückten, konnte sie ihn in Erregung versetzen. In Anbetracht seines Alters konnte er die Frau, die er an diesem Abend zu besuchen hatte, nicht lieben, wenn er keine blaue Pille schluckte, aber die Frauen akzeptierten das ohne Murren.
In Abbottabad lebten irgendwie drei Frauen. Die älteste war Kairia Saber, Kinderpsychologin und Mutter eines Kindes. Siham Sabar war eine Arabischlehrerin und hatte ihm vier Kinder geschickt, darunter Khaled, der zum Glück auch bei ihm im Haus lebt. Und schließlich Amal Ahmed al-Sadar, Usamas jüngste Frau. Sie war 17, als er sie heiratete, er bereits 43. Wenige Tage nach 9/11 gebar sie ihm eine Tochter. Ja, ihr Führer, ihr Steuermann, ihr Scheich war er, aber er respektierte sie. Mit der Macht über seine Frauen ging er nicht leichtfertig um. Nie schlug er sie, auch wenn sein Glaube das zuließ, solange kein Blut floss. Ein Blick oder ein drohend erhobener Zeigefinger genügte, um seine Frauen zum Schweigen zu bringen, falls das nötig war. Er schirmte seine Frauen gegen die Verzweiflung und Frustration ab, die er selbst so oft erfuhr, und sie wiederum linderten seine Sorgen. Der Gedanke an Verrat war ihnen fremd. Ohne ihn seien sie verloren, erklärte sie ein ums andere Mal. Und im Gebet flehten sie Allah jeden Tag an, ihn zu beschützen. Und er flehte Allah an, seine Frau zu beschützen.